Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hallo Tim. Wie bist du heute zur Arbeit gekommen? Hast du schon deinen neuen Motorroller? Ja, den habe ich schon. Aber leider funktioniert er nicht richtig. Deshalb habe ich ein Taxi genommen. Ein Taxi? Das ist doch teuer. Du fährst doch immer mit dem Bus. Ja, aber heute war ich zu spät. Hallo Tim. Wie bist du heute zur Arbeit gekommen? Hast du schon deinen neuen Motorroller? Ja, den habe ich schon. Aber leider funktioniert er nicht richtig. Deshalb habe ich ein Taxi genommen. Ein Taxi? Das ist doch teuer. Du fährst doch immer mit dem Bus. Ja, aber heute war ich zu spät. Nummer 2. Nein! Entschuldigung. Bitte. Danke. Wie heißt du? Ich heiße Katja. Und du? Ich heiße Alexander. Was suchst du? Ich suche eine Wohnung in Berlin. Ich komme aus München. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Ich wohne hier. Was machst du? Was bist du von Beruf? Ich studiere Kunst. Ich möchte mal Künstlerin werden. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Und du? Was glaubst du? Vielleicht 25? Ich bin 26. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Wohnungssuche? Ja, aber es ist schon spät. Ich gehe jetzt einkaufen. Ja, sehr gerne. Ja. Bis morgen. Danke. Bis morgen. Nein. Entschuldigung. Bitte. Danke. Wie heißt du? Ich heiße Katja. Und du? Ich heiße Alexander. Was suchst du? Ich suche eine Wohnung in Berlin. Ich komme aus München. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Ich wohne hier. Was machst du? Was bist du von Beruf? Ich studiere Kunst. Ich möchte mal Künstlerin werden. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Und du? Was glaubst du? Vielleicht 25? Ich bin 26. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Wohnungssuche? Ja, aber es ist schon spät. Ich gehe jetzt einkaufen. Ja, sehr gerne. Ja. Bis morgen. Danke. Bis morgen. Nummer 3. Karma Musbach und Leitner, hier spricht Carmen Neuss. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Neuss. Ah, guten Morgen, Herr Kreuzer. Frau Neuss, ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. Oh, das tut mir aber leid. Ich komme gerade vom Arzt. Ist es denn so schlimm? Nein, nein. Ich hoffe, dass ich bald wieder gesund bin. Aha. Und Ihre Krankmeldung? Die Krankmeldung schicke ich mit der Post. Gut, dann informiere ich jetzt gleich mal Ihre Abteilung. Prima. Gute Besserung, Herr Kreuzer. Vielen Dank. Und tschüss, Frau Neuss. Musbach und Leitner, hier spricht Carmen Neuss. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Neuss. Ah, guten Morgen, Herr Kreuzer.
Frau Neuss, ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank. Oh, das tut mir aber leid. Ich komme gerade vom Arzt. Ist es denn so schlimm? Nein, nein. Ich hoffe, dass ich bald wieder gesund bin. Aha. Und Ihre Krankmeldung? Die Krankmeldung schicke ich mit der Post. Gut, dann informiere ich jetzt gleich mal Ihre Abteilung. Prima. Gute Besserung, Herr Kreuzer. Vielen Dank. Und tschüss, Frau Neuss. Nummer 4. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Auskunft. Bitte schön. Wie komme ich am besten zum amerikanischen Generalkonsulat? Da können Sie mit der Straßenbahn fahren. Die hält gleich gegenüber vom Konsulat. Aber Sie müssen umsteigen. Und wo muss ich umsteigen? Am Schlossplatz. Fahren Sie erst mit der Linie 8 dorthin und dann steigen Sie in die 13 um. Vielen Dank. Ist hier in der Nähe eine Haltestelle? Ja, an der nächsten Ecke links. Wie lange fährt man von hier bis zum Konsulat? Naja, ich würde sagen, nicht länger als eine Viertelstunde. Danke sehr. Nichts zu danken. Vergessen Sie aber nicht, Ihre Fahrkarte vorher am Automaten zu lösen. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Auskunft. Bitte schön. Wie komme ich am besten zum amerikanischen Generalkonsulat? Da können Sie mit der Straßenbahn fahren. Die hält gleich gegenüber vom Konsulat. Aber Sie müssen umsteigen. Und wo muss ich umsteigen? Am Schlossplatz. Fahren Sie erst mit der Linie 8 dorthin und dann steigen Sie in die 13 um. Vielen Dank. Ist hier in der Nähe eine Haltestelle? Ja, an der nächsten Ecke links. Wie lange fährt man von hier bis zum Konsulat? Naja, ich würde sagen, nicht länger als eine Viertelstunde. Danke sehr. Nichts zu danken. Vergessen Sie aber nicht, Ihre Fahrkarte vorher am Automaten zu lösen. Nummer 5. Alles okay? Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Der Kurs ist toll. Aber vieles ist auch schwierig für mich. Oh ja, für mich auch. Wir sind halt nicht so Profis wie er. Machst du schon lang Tai Chi? Nein, das ist mein erster Kurs. Aber ich habe schon Yoga und Qigong ausprobiert. Ich glaube, das hilft. Also, ich brauche jetzt einen Kaffee. Habt ihr auch Lust? Das Café da vorne sieht sehr schön aus. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich habe nicht viel Zeit, aber ich komme gern kurz mit. Ich stelle nur noch kurz das Fahrrad ab. Ich komme dann gleich nach. Schön. Alles okay? Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Der Kurs ist toll. Aber vieles ist auch schwierig für mich. Oh ja, für mich auch. Wir sind halt nicht so Profis wie er. Machst du schon lang Tai Chi? Nein, das ist mein erster Kurs. Aber ich habe schon Yoga und Qigong ausprobiert. Ich glaube, das hilft. Also, ich brauche jetzt einen Kaffee. Habt ihr auch Lust? Das Café da vorne sieht sehr schön aus. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich habe nicht viel Zeit, aber ich komme gern kurz mit. Ich stelle nur noch kurz das Fahrrad ab. Ich komme dann gleich nach. Schön. Nummer 6. Nino, wohnst du gern alleine? Bist du ein sogenannter glücklicher Single? Nein, nicht unbedingt. Ich würde schon gern mit jemandem zusammenwohnen, aber zuerst muss ich meine Traumfrau mal finden. Ist das denn so schwer? Natürlich ist es schwer. Denn wo findet man so einfach eine nette, intelligente Frau zwischen 30 und 35?
Ich bin sicher, dass es viele nette, intelligente Frauen gibt. Ja, aber die haben alle schon einen Freund. Oder sie haben keinen Sinn für Humor. Oder interessieren sich nicht für meine Hobbys. Also für Jazz, Musik und Sport. Denn ein bisschen sportlich sollte sie schon sein. Und wie soll sie aussehen, deine Traumfrau? Weißt du, es ist für mich nicht so wichtig, dass sie schön ist. Wichtiger finde ich, dass sie kreativ und optimistisch ist. Pessimistische Frauen kann ich nicht leiden. Du, ich habe eine Idee. Warum probierst du nicht mal die Online-Partnersuche aus? Meinst du, dass das funktionieren könnte? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, sicher. Komm, ich zeige dir einige Internetseiten. Nino, wohnst du gern alleine? Bist du ein sogenannter glücklicher Single? Nein, nicht unbedingt. Ich würde schon gern mit jemandem zusammenwohnen, aber zuerst muss ich meine Traumfrau mal finden. Ist das denn so schwer? Natürlich ist es schwer. Denn wo findet man so einfach eine nette, intelligente Frau zwischen 30 und 35? Ich bin sicher, dass es viele nette, intelligente Frauen gibt. Ja, aber die haben alle schon einen Freund. Oder sie haben keinen Sinn für Humor. Oder interessieren sich nicht für meine Hobbys. Also für Jazz, Musik und Sport. Denn ein bisschen sportlich sollte sie schon sein. Und wie soll sie aussehen, deine Traumfrau? Weißt du, es ist für mich nicht so wichtig, dass sie schön ist. Wichtiger finde ich, dass sie kreativ und optimistisch ist. Pessimistische Frauen kann ich nicht leiden. Du, ich habe eine Idee. Warum probierst du nicht mal die Online-Partnersuche aus? Meinst du, dass das funktionieren könnte? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, sicher. Komm, ich zeige dir einige Internetseiten. Teil 2. Nummer 7. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute besonders günstig, Shiba-Kaffee. Verschiedene Sorten, das Pfund zu nur 2,99 Euro. Neue Kartoffeln, das Kilo für nur 1,75 Euro. Frische Brötchen, das Stück für 30 Euro. Nummer 8. An Gleis 11. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um ca. 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt 12.09 Uhr von Gleis 7. Ich wiederhole, Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt. Nummer 9. Die kleine Tanja Woloschin sucht ihre Eltern. Das Kind wartet an der Hauptkasse im Erdgeschoss. Die Eltern der kleinen Tanja Woloschin möchten bitte zur Hauptkasse im Erdgeschoss kommen. Nummer 10. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Nächster fahrplanmäßiger Halt ist Mannheim Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an den ICE 593 nach München über Stuttgart. Abfahrt 12.36 Uhr von Gleis 5, am selben Bahnsteig gegenüber. An den EC 112 nach Saarbrücken um 12.43 Uhr. Teil 3. Nummer 11. Guten Morgen, darf ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich möchte Flugtickets nach London für diesen Sonntag buchen. Bitte warten Sie einen Moment, ich werde es zuerst überprüfen. Ja, es ist immer noch verfügbar. Ist es noch verfügbar? Okay, ich möchte für 2 Personen buchen. Hier sind die Tickets. Und hier ist die Quittung.
Vielen Dank für die Nutzung unseres Service. Wünschen Sie einen schönen Flug. Guten Morgen, darf ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich möchte Flugtickets nach London für diesen Sonntag buchen. Bitte warten Sie einen Moment, ich werde es zuerst überprüfen. Ja, es ist immer noch verfügbar. Ist es noch verfügbar? Okay, ich möchte für 2 Personen buchen. Hier sind die Tickets, und hier ist die Quittung. Vielen Dank für die Nutzung unseres Service. Wünschen Sie einen schönen Flug. Nummer 12. Hallo, was machst du? Ich mache einen Plan für den nächsten Urlaub. Was planen Sie für den nächsten Urlaub? Ich habe vor, Ägypten zu besuchen, und ich habe die Unterkunft gebucht. Sie sollten auch Spanien und Emirates besuchen. Vielleicht beim nächsten Mal. Diesmal plane ich einen Kurzurlaub. Hallo, was machst du? Ich mache einen Plan für den nächsten Urlaub. Was planen Sie für den nächsten Urlaub? Ich habe vor, Ägypten zu besuchen, und ich habe die Unterkunft gebucht. Sie sollten auch Spanien und Emirates besuchen. Vielleicht beim nächsten Mal. Diesmal plane ich einen Kurzurlaub. Nummer 13. Ich habe gestern gehört, dass es einen Unfall gab. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Ich war gestern gegen 17 Uhr hier. Ich wollte in die Bibliothek. War es schrecklich? Ja, das war es. Ich sah, wie der Mann mit dem Motorrad gegen 17.05 Uhr von dem Lastwagen angefahren wurde. Der LKW kam aus der Gegenrichtung. Der Mann mit dem Motorrad versuchte zu übernehmen, aber er bemerkte nicht, dass ein Lastwagen kam. Ich habe gestern gehört, dass es einen Unfall gab. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Ich war gestern gegen 17 Uhr hier. Ich wollte in die Bibliothek. War es schrecklich? Ja, das war es. Ich sah, wie der Mann mit dem Motorrad gegen 17.05 Uhr von dem Lastwagen angefahren wurde. Der LKW kam aus der Gegenrichtung. Der Mann mit dem Motorrad versuchte zu übernehmen, aber er bemerkte nicht, dass ein Lastwagen kam. Nummer 14. Sie wohnen also in einer Wohnung oder in die Herberge? Ich lebe in Herberge. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und arbeite derzeit in einem Krankenhaus. Mögen Sie Ihre Arbeit? Ja, ich mag meine Arbeit so sehr, weil ich so vielen Menschen helfen kann. Sie wohnen also in einer Wohnung oder in die Herberge? Ich lebe in Herberge. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und arbeite derzeit in einem Krankenhaus. Mögen Sie Ihre Arbeit? Ja, ich mag meine Arbeit so sehr, weil ich so vielen Menschen helfen kann. Nummer 15. Ich möchte nach Deutschland auswandern und dort arbeiten. Ich hatte bereits einen Job in einem Krankenhaus in Berlin gefunden. Aber das Erste, was ich brauche, ist eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Haben Sie einen Termin für das Visum? Ja, nach 2 Wochen bekomme ich einen Brief von der Botschaft. Ich hatte ein Visum erhalten und freue mich auf die Reise nach Deutschland.
Das Erste, was ich tun muss, ist meinen Job zu beenden und mich von meinen Kollegen zu verabschieden. Ich möchte nach Deutschland auswandern und dort arbeiten. Ich hatte bereits einen Job in einem Krankenhaus in Berlin gefunden. Aber das Erste, was ich brauche, ist eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Haben Sie einen Termin für das Visum? Ja, nach 2 Wochen bekomme ich einen Brief von der Botschaft. Ich hatte ein Visum erhalten und freue mich auf die Reise nach Deutschland. Das Erste, was ich tun muss, ist meinen Job zu beenden und mich von meinen Kollegen zu verabschieden.